auf select-gmbh.de kannst du ganz einfach einen passenden Job für dich finden lassen. Richtig, wir suchen nämlich für dich. Jörg, Derby gewonnen gegen Wilferdingen war sicherlich... Also vor dem Spiel hätte man sicherlich gedacht, dass es nicht einfach wird. Jetzt ist es eine deutliche Sache geworden. Wie war das? Ja, klar, hätte ich vorher natürlich so unterschrieben. Aber meine ich sage, es geht nur über harte Arbeit. Ja, das ist klar. Da muss man sich reinhauen. Dann läuft die Geschichte. Sekunde geschwind. Ich muss kurz. Ja. Ja. Aber ist natürlich gut gelaufen, wenn du in Führung gehst. Denke, Wilferdingen ist nach vorne eine gute Mannschaft, gut besetzt, aber wenn man es schafft, in Führung zu gehen und sie müssen ein bisschen was machen, dann hat man den Vorteil, kann man seine Seite ziehen. Ja, war okay so, bin ich zufrieden mit den Jungs. Ja, was hat man machen müssen, um in diesem Spiel erfolgreich zu sein? Ja, wie gesagt, am Anfang steht immer harte Arbeit, ja, man muss den Gegner bearbeiten. Ich denke auch ein Stück weit, dass wir vielleicht von der Anzahl der Leute ein bisschen besser aufgestellt sind und vielleicht auch im Training ein bisschen intensiver gearbeitet habe. Kriegst du dann teilweise auch mit, dass ein Nachbarverein ist. Ja, und das muss man dann einfach durchziehen und dann geht es zum Schluss einmal 3-0 aus. Das ist dann okay, das passt. Ja. Was denkst du, was man diese Saison noch erreichen kann? Ihr wart jetzt im oberen Mittelfeld, würde ich sagen. Was für ein Potenzial ist noch in der Mannschaft? Ja, ist relativ viel möglich, aber nach oben und nach unten. Die Klasse ist so eng besetzt, dass jeder jeden schlagen kann. Das sieht man jeden Sonntag wieder. Es gibt immer Ergebnisse, die man nicht so auf dem Schirm hat. Wir haben jetzt auch eine gute Serie hingelegt. Die letzten Spiele, das ist okay. Und wenn man jeden Sonntag es schafft, die 100% auf den Platz zu bringen und Vollgas geben kann, dann kann man jeden Gegner schlagen. Wenn man ein bisschen nachlässt, kann man aber jeden verlieren. Wenn die Mannschaft es versteht, zu arbeiten und immer alles rauszuhauen, dann wird man, denke ich, hoffentlich mit dem Abstieg nichts zu tun haben und kann oben hinschnuppern, aber nicht ganz oben, sondern einfach mal vorder und drittel so ein bisschen mitmischen und dann gewinnst du deine Spiele, macht es auch Spaß. Ja. Nächster Gegner, GU Türkischer SV. Was denkst du, was erwartet euch bei diesem Spiel? Ja, wenn wir es schaffen, wieder einen Sieg vielleicht zu verbuchen oder ein Unentschieden, dass man den Abstand nach unten halten kann, ab dem Punkt vielleicht mitzunehmen, Unentschieden oder ein knapper Sieg ist möglich. Wir haben alle Spiele knapp verloren, immer mit einem Corona-Sieg nur. Ja, das wäre auch genauso ein hartes Stück Arbeit, aber dann, wenn es gelingen sollte, nicht zu verlieren, sag ich mal, dann haben wir noch eine geile Matches über 8 Spiele hingelegt und dann ist alles gut. Dann sind wir voll im Soll. Ja, vielen Dank für das Interview und viel Erfolg noch. Dankeschön. Worauf wartest du noch? Jetzt einen passenden Job finden lassen auf select-gmbh.de.